Hallo und willkommen bei Tinas Kinderküche. Heute wieder zu einem neuen Video, weil was steht vor der Tür? Halloween. Die Kids, die sind ganz aufgeregt, die freuen sich drauf. Ich hoffe, ihr habt euch schon Gedanken gemacht, was es so eventuell bei euch geben kann. Schließlich ist ja auch Feiertag bei uns. Oder habt euch schon mit Süßigkeiten eingedeckt für die, die bei euch klingeln und Süßes oder Saures verlangen. Ich mache heute ein Video mit euch, wo es darum geht, eine einfache Geschichte, eine einfache Kürbissuppe, die ihr machen könnt, die natürlich schön angerichtet in einem großen Kürbis wird, was vielleicht für die Kinder einfach schön, lustig und super aussehen könnte. Also lasst euch überraschen und schaut euch das Video an. Ich freue mich über Kommentare oder einen Daumen hoch von euch und wir legen los. Wir brauchen für unsere Suppe natürlich einen großen Hokkaido-Kürbis, den wir schön sozusagen aufmachen, hier oben einen Deckel und dann alles aushöhlen. Das Fruchtfleisch brauchen wir für die Suppe. Natürlich der Kern und das Ganze, was da drin ist, kann weg oder ihr lasst euch was anderes damit einfallen. Einen kleinen Hokkaido, den wir im Ganzen noch mit reinnehmen. Kartoffeln, Zwiebeln, etwas Apfelsaft. Butter zum Anschwitzen, Creme fraiche zum Verfeinern, Salz, weißer Pfeffer, etwas Muskat und dann noch Wiener Würstchen. Okay, und wir beginnen damit, dass wir diese Zwiebeln klein machen, in Würfel, in grobe Würfel, müssen nicht zu fein machen. Den werden wir zerschneiden, da können wir die Schale mit benutzen, nur das Kerngehäuse kommt raus und bei dem hüllen wir das ganze Fleisch auch noch aus. So, was wir genauso machen müssen, sind die Kartoffeln, die schälen wir und würfeln die genauso grob. Die kann man gleich mit zu den Kürbiswürfeln mitgeben. Und dann müssen wir natürlich noch diesen riesen Kürbis aushöhlen. Je nachdem, wie schnell ihr natürlich seid, wäre es besser, wenn ihr erstmal die ganzen Kürbisse fertig macht und dann zum Schluss die Kartoffeln schält und schneidet, damit die nicht zu braun werden. Aber ich denke, wir werden das ziemlich schnell hinkriegen. So, und jetzt machen wir uns an den großen Kürbis. Also, ich nehme hier mit den Fingern einfach die Kerne raus. Die Kerne von den Kürbissen, die ich hier so rausnehme, also wer zu sowas Lust hat, ne, der kann sich die waschen, sauber machen und trocknen. Das habe ich mal gesehen bei den Erziehern im Kindergarten, das fand ich ganz hübsch. Und dann kann man auch schöne Sachen machen, zum Beispiel auf eine Karte eine Blume kleben. Zum Beispiel, ne, wenn man das mal so sieht, so mal auch schnell. Oder andere schöne Sachen. Hier kann man eine schöne Blume draus machen. Also nur mal so als Beispiel, wer auf sowas Lust hat, wer auf Basteln steht. So, jetzt muss ich natürlich mit meinen Fingern erstmal hier das Ganze innehmen, was ich nicht brauche für meine Suppe, rausholen. Also manche sagen dazu, das ist ganz schön eklig. Zum Beispiel der Oskar, oder Oskar? Ich enthalte mich. Ja.
So, und wenn ihr dann einen schönen, relativ scharfkantigen Löffel habt, einen Esslöffel, dann könnt ihr euch das grob auskratzen, das Fleisch, was ihr braucht. Wichtig ist, dass der Fruchtkörper, der Kürbis, ganz bleibt, weil das soll unsere Suppenterrine werden, die wir dann ganz schön präsentieren, auf den Tisch stellen können und dann man sich die Suppe rausnehmen kann. Ja? Das ist natürlich ein ordentliches Stück Arbeit, aber es geht. So, den stellen wir hier beiseite derweil. Und jetzt fangen wir an, unsere Suppe zu kochen. So, das Stück Butter, was wir hier haben, den bringen wir zum Schmelzen. Und in der Butter schwitzen wir Zwiebeln klassisch. Dazu geben wir die Kartoffel und das ganze Kürbisfleisch. Also den Hokkaido-Kürbis, den wir geschnitten haben, den kleinen, das Fleisch von dem großen, den wir ausgehöhlt haben. Schwitzen das mal kurz, lassen das mal kurz anschwitzen mit. Ist natürlich, hier ist wichtig, dass man einen schönen großen Topf hat. Bei Kürbissuppe, da gibt es unzählige Rezepte, gute Rezepte, mit allen möglichen Sachen drin. Jeder hat sein eigenes Rezept und vielleicht hat auch schon jeder von euch Kürbissuppe gekocht. Ich mache jetzt mal die, wo ich glaube, dass die Kinder nie zu sehr überfordert sind mit zu vielen Geschmackskompositionen, die da drin sind. Die recht mild schmeckt, die auch im Kindergarten, als ich die mal gekocht habe, sehr gut angekommen ist bei den Kindern. Die Kartoffeln sind hier mit drin, weil ich finde, die machen immer so eine schöne seelische Bindung in der Suppe. So, jetzt habe ich die schon angeschnitzt, jetzt lösche ich das Ganze mit etwas Apfelsaft ab. Und dann gebe ich noch Wasser hinzu. Gar nicht so viel werden, damit das dann auch schön die Suppe wird. Verdünnen können wir dann immer noch. Und das lassen wir alles schön weich kochen. Dauert ungefähr 20 Minuten. Macht das bei geschlossenem Deckel. Und in der Zeit würde ich schon mal die Würstchen vorbereiten zum Einschneiden, damit wir die dann anbraten können. So, die Würstchen. Vielleicht habt ihr dasselbe schon mal gemacht. Ich tue die hier länglich einschneiden. Zweimal. Und hier in der Mitte, das muss aber zu bleiben. Das Tolle ist, wenn man die dann leicht anbrät in der Pfanne, dann kringeln die sich so schön. Das ist das, was ich möchte. Wiener Würstchen könnt ihr euch ja selber überlegen, ob ihr Geflügelwiener nehmen wollt oder Schweinewiener. Hier ist jedem nach seinem Geschmack oder Vorlieben. So, und kurz bevor die Suppe dann fertig ist, bevor die püriert wird, braten wir dann die Wienerchen an. So, die Suppe, die hat jetzt ca. 20 bis 30 Minuten gekocht und jetzt wird das Ganze erstmal püriert, bevor wir dann ans Abschmecken gehen und nochmal platt stellen. So, die Farbe, die sieht schon fantastisch aus. Ne? Das ist ein herrliches Orange. So, jetzt nochmal rüber auf den Herd zum Abschmecken und dann kommt noch die Creme Fraiche hinzu. So, auf ganz kleiner Flamme darf die Suppe hier noch stehen. Ich gebe hier Salz hinzu. Macht immer erstmal ein bisschen vorsichtiger. Nachsalzen kann man jederzeit. Weißen Pfeffer aus der Mühle. Und Muskat von der Muskatreibe.
So, und als krönenden Abschluss geben wir hier noch Creme Fraiche hinzu. Das rundet die Suppe noch schön ab. So, ich koste jetzt mal die Suppe. Super, die schmeckt mir genauso, wie sie ist. Ich möchte hier nichts mehr reinmachen. So, hier gebe ich einen Deckel drauf. Die kann jetzt vor sich hinziehen auf der anderen Seite. Und jetzt mache ich noch meine Würstchen fix. Dafür braucht ihr etwas Öl zum Anbraten der Würste. In dem Fall habe ich hier Rapsöl genommen. Lass das Fett resten. Und dann braten wir, dass sie nicht zu schwarz werden, aber so, dass sie ein bisschen knusprig sind und die sich so schön aufgedreht haben. Das werde ich gleich sehen, wie es dann aussieht. So, die Würstchen, die schon schön gekringelt und angebraten aussehen, so wie der hier, die gebe ich schon mal hier rüber auf den Küchentrepp, dass das Fett etwas abtropfen kann. Schön, dass der Kürbis so eine schöne runde Form hat. Ich finde ja, das ist eine perfekte Suppenterrine. Und dann gebe ich die Kürbissuppe rein. Also ihr könnt das schütten, wenn ihr mutig seid. Ihr könnt das natürlich auch vorsichtig reinkellen. Passt super alles rein. Perfekt. Jetzt habe ich hier noch meine Wiener Würstchen. Jetzt kommt hier erstmal die Kelle rein, ja? So, und da kann man jetzt zum Beispiel den Deckel so zumachen und dann kann man das so schön servieren. So, was mache ich jetzt mit den Würstchen? Ich überlege auch schon, entweder man legt die hier hübsch rein, dass das ganz hübsch aussieht, oder man macht die Kumpels, wenn sie den halten wollen, hier so schön davor und da kriegt der Kürbis eben noch eine Haarfrisur. Weil wer noch ganz kreativ sein will, der kann hier vorne noch zwei Augen, ein Gesichtchen hinmalen. Und dann macht der Herr Kürbis persönlich, serviert er dann die Suppe. Wo passt noch was hin? Hier am besten, ha? So. Ein Kürbis mit Locken. Unsere schöne Kürbissuppe, herrlich serviert mit gebratenen Würstchen. Ich bin mir sicher, eure Kids werden begeistert sein, wenn sie mal ihr Essen so serviert bekommen zu Halloween. Auf alle Fälle würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar dazu schreibt oder mal einen Daumen hoch schickt, wenn ihr das gut findet oder was ihr denn so zu Halloween alles gemacht habt mit euren Kids beziehungsweise was es bei euch auf dem Tisch gab. Das war heute mal einfach ein Halloween-Special für unsere Kinder und ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil was gibt es Besseres im Herbst, wenn es ein bisschen kühler wird, als eine heiße Suppe
die noch dazu voller Vitamin- und Mineralstoffe sind, die für unsere Kinder gut sind. Und dann gibt es noch die leckeren Würstchen, die die Kinder einfach lieben, zumindest die meisten. Lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende, wer das denn hat. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ich wünsche euch ein schönes Halloween und bis bald. Macht's gut. Tschüss.